Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video heute und wahrscheinlich steht Podcast drüber, nämlich für Path of Exile bzw. Path of Exile 2. Ja, was mache ich hier? Das wird dann sozusagen wahrscheinlich erstmal Episode 1 und ich dachte jetzt schon seit mehreren Wochen drüber nach, ob ich sowas machen soll, einfach als langfristiges Projekt. Und da ihr jetzt schon hört, dass ich über Path of Exile rede und Path of Exile 2, in ein paar Videos davor habe ich es auch schon gemacht, habe ich mir überlegt, ja, das Spiel interessiert mich jetzt schon seit ein paar Wochen schon so gut, dass ich denke, dass ich hier längerfristig was machen werde. Wie lang kann ich euch nicht sagen, aber zumindest längerfristig. Und ich möchte eigentlich einen Podcast schon lange mal machen. Für Diablo 4 wollte ich es früher auch mal machen. Mit dem Herr Knüps zusammen haben wir auch ein bisschen was versucht, aber so richtig ins Rollen gekommen ist es nicht. Ich wage jetzt hier einen zweiten Versuch und möchte vielleicht in Zukunft auch gerne mal Gäste einladen, vielleicht Leute, die auch aus der Path of Exile Community schon viel stärker drin sind, viel mehr bekannt sind und so weiter. Und dass wir uns einfach über dieses Game, über dieses riesig große, komplexe Game unterhalten. Und deswegen dachte ich mir jetzt, ich starte heute einfach dieses Video, denn ich habe mir jede Menge Notizen gemacht zu diesem Game, also vor allem jetzt für Path of Exile 1, auf das ich heute in diesem Podcast hier in dieser Episode eingehen möchte. Und diese Notizen möchte ich einfach mal mit euch ein bisschen ansprechen und euch vielleicht besonders als neue interessierte Spieler versuchen mitzunehmen. Das heißt, wenn ihr bei Path of Exile bisher immer am Zaun gestanden seid oder es mal ausprobiert habt und dann wieder weggelegt habt, aus welchem Grund auch immer, oder jetzt das Path of Exile 2 im Visier habt und denkt, ja, jetzt gebe ich dem Spiel noch mal eine Chance oder ihr überlegt, soll ich dem Spiel noch mal eine Chance geben mit dem zweiten Teil? Dann könnte das jetzt hier vielleicht heute in der Episode ganz interessant für euch werden, denn ich habe in letzter Zeit Path of Exile 1 wieder angefangen und habe zum x-ten Mal versucht, in dieses Game reinzukommen. Denn meine Geschichte mit Path of Exile startete eigentlich damals, als die Open Beta online war zum ersten Teil. Und da war ich mit ein paar Leuten drin unterwegs. Wir haben uns kurz ein bisschen durchgehäckselt, ein paar Stunden, glaube ich. Vielleicht, weiß nicht, 2-3 Stunden, wenn es hochkommt. Ich kann mich schwer daran erinnern, ist ja schon so lange her. Auf jeden Fall, da war mein erster Kontakt mit dem Game. Eigentlich für gut befunden, aber wir haben uns als Gilde damals auf ein ganz anderes Spiel vorbereitet. Ich glaube, es war Elder Scrolls Online und deswegen war dann Path of Exile für mich erstmal gar kein Thema mehr. Und dann im Laufe der Jahre habe ich immer mal wieder den Versuch unternommen, ins Spiel reinzukommen, habe es runtergeladen, habe es installiert, habe einen Charakter erstellt, bin losgezogen. 1, 2, 3 Stunden hier, da, dies, das, ja, und dann wieder aufgehört. Und wenn ich mir andere Videos aus der Community so angeschaut habe in letzter Zeit, dann habe ich vor allem bemerkt, dass Leute auch so drauf waren. Also es gibt viele Leute, denen es anscheinend genauso geht und ergangen ist mit Path of Exile 1, dass sie versucht haben reinzukommen, es aber nicht irgendwie geschafft haben. Irgendwas hat sie daran gehindert. Und ich kann jetzt heute zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr freudig eigentlich sagen, ich habe richtig Spaß am Game. Ich bin mittlerweile über 50 Stunden jetzt im Spiel. Veteranen ist das gar nichts, ist klar. Weiß ich ganz klar. Ist bei Hack and Slay Games, das sind wir bei Hunderten und Tausenden Stunden, ja, an Spielzeit, was da durchgerockt wird. Aber ich habe sonst immer nur 1-2 Stunden, habe es weggelegt. Und jetzt habe ich mit meinem ersten Charakter, ich glaube Level 70, geschafft. Ich habe die 10 Akte durchgespielt und habe die ersten Atlas-Karten gezockt. Bin gerade dabei, den zweiten Charakter zu erstellen in der Season, um mir einfach mal mit dem Templar ein paar Mechaniken anzugucken. Also ich erkunde jetzt das Game gerade, die Mechaniken, die Angebote an Content, was drin ist. Und es ist extrem viel. Und einfach auch das Skillsystem, den Skilltree und alles Mögliche, was halt drumherum, was alles zur Verfügung steht. Und das ist so viel, jede Menge. Also ich habe wirklich viel zu tun gerade, aber es macht mir sehr viel Spaß. Und ich möchte heute deswegen einfach auch ein bisschen darauf eingehen, was mir so aufgefallen ist und vielleicht auch ergründen, warum es mich dieses Mal gecatcht hat. Also
Natürlich war ein Grund und eine große Motivation, einfach zu sagen, hey, wenn jetzt Path of Exile 2 rauskommt, was ist das Beste, was du machen kannst? Natürlich Path of Exile 1 spielen, ja. Also so kannst du dich am besten vertraut machen mit einigen Mechaniken. Natürlich wird es in Path of Exile 2 Anpassungen geben. Also der Skilltree wird anders aussehen, ein bisschen. Wird andere Klassen geben, andere Ascendance-Klassen. Es wird also mit den Gems wird es anders funktionieren, mit den Edelsteinen, die Skills geben. Und einige andere Dinge einfach noch mehr. Aber ich denke, grundlegend, was Path of Exile besonders macht, bringt auch Path of Exile 1 bereits schon auf den Punkt und wird nicht nur durch Path of Exile 2 transportiert werden. Ich denke, dass einiges an Kritik natürlich auch an Path of Exile berechtigt ist. Und ich habe auch schon unter manchen Videos jetzt von mir gelesen, ein bisschen von Feedback, dass einfach Leute sagen, ja, es ist halt einfach nicht einsteigerfreundlich und das, glaube ich, ist ein riesiger Punkt innerhalb der Hack-and-Slay-Community, was Path of Exile angeht. Sagt mir gerne euren Input dazu, natürlich unter dem Video. Wir sind hier frei für die Diskussion, deswegen ist es ein Podcast. Aber soweit ich es mitbekommen habe, sind viele Leute, die gerne Hack-and-Slay-Games spielen, eher zum Beispiel in Richtung von einem Diablo, weil es einsteigerfreundlicher ist. Und ich denke auch, dass diese Kritik durchaus gerechtfertigt ist. Das Spiel, also Path of Exile, nimmt dich wirklich nicht an die Hand. Also nicht mal ansatzweise. Hier habe ich überlegt, soll ich jetzt da mal als Punkt erwähnen, dass es die Sachen schlecht erklärt? Dann habe ich gedacht, was heißt hier schlecht erklären? Teilweise erklärt es überhaupt nichts. Also zum Beispiel, wenn du deine ersten Levels machst und dann diese Sockel vorfindest, ja, am Anfang erklärt es mir, was mit dem Sockeln so vor sich geht, wenn ich die erste Waffe finde und den ersten Edelstein. Aber zum Beispiel, dass ich beim Händler in der Stadt mit den aufsteigenden Levels mehr Edelsteine zur Verfügung bekomme, die ich kaufen kann, damit ich sie kombinieren kann mit den Unterstützungsedelsteinen und so weiter. Also ich habe keine Anmerkung gesehen, dass mir sagt, hey, du bist jetzt ein paar Level aufgestiegen, du hast viel mehr Skills zur Verfügung beim Händler, schau mal bei den Edelsteinen vorbei, du kannst da mehrere Sachen reinzockeln und neue Skills entdecken und so weiter. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Hinweis darauf gesehen habe. Da fängt es schon mal an zum Beispiel. Also man rennt dann vielleicht einfach durch die Maps dadurch und guckt, droppt vielleicht gerade einen Edelstein. Oh, da ist ja ein neuer Skill quasi, den probiere ich jetzt mal aus. Aber dass man eigentlich viel mehr Potenzial rausholen kann beim Händler, indem man da einfach hingeht und mal guckt, was da los ist. Das kann ich mich nicht daran erinnern, dass da groß was dazu erklärt wurde. Und so geht's halt einfach weiter mit allem Möglichen. Also man kriegt dann irgendwann Korrekturpunkte für den passiven Skilltree. Man öffnet einfach diesen passiven Skilltree und denkt, what the fuck, was ist da los? Ja. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, wo viele so einen Wow-Effekt haben, aber halt auch viele davon so einen Abschreckungseffekt. Sie sehen diesen Skilltree und man checkt erstmal gar nicht, dass dieser Skilltree eigentlich, also dieser passive Skilltree, eigentlich für alle Klassen gilt. Also das ist quasi das Sammelsurium für alle Klassen, die es gibt. Und die haben dort alle ihre Wege. Einfach im Uhrzeigersinn, sage ich mal, angeordnet starten die in der Mitte woanders. Die eine da rechts, der andere da unten, der andere da, der andere da, der andere da. Also dadurch sieht das auch so krass aus. Ich meine, wenn du bei einem anderen Hack-and-Slay-Game, was auch Klassen hat, wenn du dann alle passiven Skilltrees, sag ich mal, umeinander herum anordnen würdest, dann hättest du auch ein mega Gebilde. Das sähe auch ziemlich krass aus. Also ist das hier natürlich ein schöner Effekt, ne, weil man denkt, wow, krass, was ist das? Heftig. Aber eigentlich erklärt es sich, wenn man dann mal sich ein bisschen anfängt reinzudenken und versuchen, die Materie da zu verstehen, damit man das einfach einordnen kann, dass man eine Struktur drin hat. Und ich glaube, Struktur ist ein ziemlich gutes Wort, was man bei Path of Exile als fehlend anmerken kann. Also die Struktur. Einfach wie hangelt man sich durch dieses Game? Und ich glaube, dass es bei Path of Exile 2 genau das Gleiche sein wird. Also man wird sich irgendwie durch das Game hangeln und meistens wahrscheinlich auch auf dem Weg, dass man versucht, den Leuten zu folgen, die den Weg schon länger gegangen sind als man selbst.
einfach als Orientierung, als Hilfestellung, als Struktur, die man halt manchmal eben braucht, um Dinge zu kapieren, wie sie funktionieren. Und ich glaube, hier ist ein springender Punkt begraben, ganz wichtiger, nämlich, worin empfindet man als Spieler Spaß, besonders als Hack-and-Slay-Gamer? Empfindet man Spaß hauptsächlich? Monster weghauen, ja, geileren Loot finden, den Ausrüsten, merken, fettes Upgrade, weiter Monster wegprügeln, besser Monster wegprügeln, mehr Loot finden, geht noch geiler und so weiter und so fort. Einfacher Hinweis über den Loot, hey, das musst du vielleicht verstärken. Hier gibt es ein Build, den du machen könntest mit Basis von diesem Item zum Beispiel oder diesem Schwerpunkt, sagen wir es mal so. Du kannst dann dich einfach an diesen Weg anpassen und dann den Weg gehen und dann machst zack, peng, bumm und dann hast du richtig Freude dran. Und ich glaube, genau diese Methode, die ist bei Path of Exile sehr, sehr ausgeprägt. Also besonders das Theory Crafting, das Detail im Detail reinzuschauen, wo kann man Schwerpunkte setzen, auszuprobieren, was ist ein Schwerpunkt überhaupt wert? Welcher Skill rockt? Welcher Skill ist... Oder zu welchem Skill finde ich persönlich nichts, was mich reizt? Welche Kombination? Ich finde keine Unterstützungsedelsteine dazu, wo ich finde, dass der Skill sich lohnt, sich drauf aufzubauen oder darauf hin was aufzubauen als Build. Und ich glaube, diesen Prozess, den hat Path of Exile extrem ausgeprägt, integriert in seinem Gameplay-Loop. Und wenn man als Spieler so ist, dass man genau in diesem Prozess, in dieser Methodik keine besonders große Freude empfindet, dann ist man eher von der Richtung, dass man sagt, ey, vielleicht gehen wir lieber Richtung Diablo, wo das Ganze ein bisschen... wo dieser Prozess vielleicht schneller stattfinden kann und auch strukturierter einfach stattfinden kann. Ich möchte nicht sagen, dass Diablo 4 jetzt so viel einfacher ist, ja, also da irgendwie einen krassen Bild hinzubekommen, dass das so viel einfacher ist bei Path of Exile, möchte ich damit gar nicht sagen. Ich glaube nur, dass Blizzard jetzt in dem Fall viel mehr Struktur reinbringt, versucht das Ganze viel einsteigerfreundlicher zu machen, besser zu erklären, die Spieler besser an die Hand zu nehmen, in die Systeme reinzubringen und natürlich einfach auch, da es als Firma einen viel krasseren Background hat als Grinding Gear Games jetzt, mehr mit Aktien und Shareholdern und so weiter, da viel mehr auch drin ist, dass dann auch viel mehr Sachen greifen, wie zum Beispiel User Interface Optimierungen zu machen, vielleicht auch bei Monetarisierung mehr Optimierung zu machen, sich solche Sachen mehr anzuschauen, die Statistiken dahinter und dementsprechend Anpassungen zu machen. Wo ich eher sehe jetzt bei Grinding Gear Games und Path of Exile, kommen die mir mehr so vor als so wie der Held der normalen Leute, sage ich mal. Sie sagen, wir wollen einfach ein geiles Game machen. Wir hoffen, ihr versteht, dass wir irgendwie auch Geld verdienen müssen. Und wir versuchen, geile Cosmetics zu bringen. Und wir hoffen auf eure Unterstützung in dem Sinne. Und dass da nicht so viel Optimierung betrieben wird hinsichtlich, wie funnel, also auf Marketing-Gespräch jetzt, wie funnel ich die Leute da rein, dass sie letztendlich doch in den Shop gehen und irgendwas Zeug ausgeben, ja. Sondern es ist weniger forciert, glaube ich, als bei Diablo 4 jetzt zum Beispiel. Aber trotz dessen ist ja auch, ich mache jetzt Diablo 4 keinen Vorwurf irgendwie wegen Pay-to-Win und so und sage Path of Exile kein Pay-to-Win und so weiter. Pay-to-Win oder solche Sachen will ich heute eigentlich gar nicht zum Thema machen. Mir geht es eher darum, zu versuchen, rauszufinden im Gespräch jetzt, was dieses Path of Exile so besonders macht. Und ich persönlich muss da dann auch wieder jetzt zu einem neuen Punkt anknüpfen, nämlich, dass ich viel mehr die Diablo 2 Vibes spüre bei Path of Exile und wahrscheinlich bei Path of Exile 2 auch, gehe ich von aus, als ich es jetzt zum Beispiel bei Diablo 4 gespürt habe.
Bei Diablo 4 war es bei mir so, als ich in der Beta das spielen konnte, dank jemandem von den Zuschauern, der mir Zugriff gegeben hat zu der Beta, da hatte ich noch mehr das Gefühl, dass Diablo 4 diese Diablo 2 Vibes bei mir zurückbringt. Aber je mehr sich jetzt Diablo 4 entwickelt hat, finde ich, umso mehr ist es zu einem Diablo 3 geworden oder mehr Einfluss von Diablo 3 als Einfluss von Diablo 2. Und deswegen gibt es ja auch große Content Creator auch im internationalen Raum, die Diablo 4 ausprobiert haben und dann gesagt haben, nee, ich gehe zurück zu D2R, ja. Llama zum Beispiel, ja. Oder wie heißt der andere? Habe ich jetzt vergessen den Namen, aber der ist auch zurück zu Diablo 2 Resurrected. Weil es halt einfach nicht so ganz harmoniert hat. Und ich sehe bei Path of Exile jetzt einfach viel mehr so diese Nostalgie Richtung Diablo 2, die ich damals hatte, mit den zufallsgenerierten Maps, die teilweise auch nicht flawless sind, ja. Das ist zum Beispiel ganz lustig. Und einfach auch diese Verspieltheit und diese Freiheit, die man letztendlich irgendwie hat, Dinge zu tun. Oder ich habe zumindest bei Path of Exile jetzt das Gefühl, dass ich Dinge tun kann, die nicht so ausgetestet sind vielleicht. Also es kommt mir durch das System mit den Sockeln, mit den verschiedenen Farben, dass ich maximal zum Beispiel bei einer Rüstung 6 Sockel haben kann, dass ich dann die Verbindung herstellen kann mit verschiedenen Farben und dann verschiedene Unterstützungsedelsteine da zusammenbasteln kann, habe ich so das Gefühl, hey, ich kann hier was bauen, was vielleicht nicht jeder baut. Ich kann was bauen, was die vielleicht selber noch nicht so auf dem Schirm haben. Und vor allem, ich kann was bauen, was sich plötzlich, zack, mega stark anfühlt. Und das nicht erst im Endgame, sondern während des Prozesses, während dem Aufleveln. Ich hatte dann eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich glaube, es war in Akt 2 oder in Akt 3 bereits. Da ist man ja jetzt noch nicht annähernd im Endgame. Ja, und auch nicht annähernd Max-Level. Und trotzdem konnte ich hier mit dem Edelsteinsystem mir was zusammenbasteln, wo ich gemerkt habe einfach, hey, ich habe im Schatten gespielt und habe dann mit Minen und mit Fallen gearbeitet und habe ich plötzlich gemerkt, boah, die Falle, das haut richtig rein. Und da habe ich versucht, mich mit den Fallen auseinanderzusetzen und habe dann immer mehr in die Fallenrichtung ausgebaut, sei es im passiven Skilltree und mit den Edelsteinen und den Unterstützungsedelsteinen. Und zack, 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 ich glaube innerhalb von 20, 30 Minuten oder so, da hatte ich plötzlich mir was zusammengebaut, bin rausgegangen, in die Monster rein, habe die Fallen da reingeschmissen und die sind reihenweise umgefallen, bam, der ganze Bildschirm, zack, bumm, weg, alles weggefetzt. Und ich hatte so ein geiles Feeling dadurch, hat sich so nach einem Erfolgskick angefühlt, hat mich so motiviert, weil ich gedacht habe, hey, du bist jetzt gerade mal Akt 2 oder Akt 3 und du hast jetzt in kurzer Zeit da was hinbekommen, wo du dir nicht auch die Hände fusselig suchen musstest, ja, danach nach diesem einen Edelstein und nach diesem einen Rüstungsteil, was mir jetzt dieses Mega-Upgrade gibt, wofür ich jetzt aber 20 Stunden grinden muss, damit ich das bekomme, sondern es waren Sachen, die ich zusammenpuzzeln konnte. Und da ist jetzt auch schon, da komme ich eigentlich schon zum nächsten, nämlich zu dem Loot-System, was ich bei Path of Exile mega geil finde. Aber noch nicht so viel dazu jetzt, sondern einfach diese Motivation zu haben, sich mit relativ einfachen Mitteln, einfach nur durch die Playtime, was man da so zusammenbekommt, an Sachen, wo man dann beim Händler was holen kann, Sockel, die man sich ermöglichen kann. Ja? Und da muss nicht das Unique droppen. Da muss nicht mal das Gelbe droppen. Da reicht manchmal auch ein magischer Gegenstand mit richtig coolen Sockeln drauf, die alle miteinander verbunden sind und die richtigen Farben haben. Und dann kannst du dir da was basteln, was richtig rockt. Und dadurch, dass es hier so flexibel und vielfältig ist bei Path of Exile, ist das richtig geil. Denn ich habe einfach gemerkt, okay, ja, da kann ich was zusammenbekommen. Und wenn ich merke, dass es nicht mehr so geht, dann setze ich mich wieder hin, mach Korrekturen. Ich bin keinem Build Guide gefolgt bisher, bis Level 70. Und ich komme durch. Ich bin beim Atlas jetzt, ja, es ist nicht immer so einfach. Ja, ich muss manchmal sehr viele Fallen reinschmeißen, damit ich die Bosse noch runterbekomme. Aber ich komme durch. Und ich weiß, was mir gewissermaßen fehlt, was ich jetzt noch brauche, was ich finden muss oder welche Sockel ich brauche, was ich machen möchte, das weiß ich. Und ich sehe den Weg dorthin. Aber
Was ich meine, ist einfach, schon auf dem Weg habe ich so viele Erfolgserlebnisse gehabt und dann ging es nicht mehr so gut, dann habe ich Anpassungen gemacht, dann ging es wieder richtig gut. Und so habe ich mega den Push bekommen, einfach weiter zu zocken und das Spiel neu einfach zu entdecken. Und alles, was ich da so gesehen habe, hat mir richtig Spaß gemacht. Und da gibt es viele kleine Details, die damit reinspielen. Zum Beispiel, ich kann einfach sehr viel finden, was den Loot angeht, was ich entweder beim Händler benutzen kann oder was ich direkt an den Items benutzen kann, sei es um die Farben bei den Sockeln neu auszuwürfeln oder mehr Sockel miteinander zu verbinden. Und da kann ich ganz viele Items finden, die mir dabei helfen, das zu tun. Oder ich kann die Qualität von den Edelsteinen, die ich sockel, aufwerten. Oder ich kann die Qualität von der Rüstung, die ich habe, aufwerten, um sie stärker zu machen. Und es gibt jede Menge, das ist nur ein kleiner Bruchteil, den ich jetzt aufgezählt habe, es gibt jede Menge Zeug, was man machen kann mit Sachen, die man findet, wodurch man tatsächlich sein Loot und sein Build optimieren und perfektionieren kann. Und das macht das Loot-System für mich persönlich extrem interessant, weil es nicht nur darum geht, ey, ich möchte dieses eine Unique-Item finden, sondern ich möchte jede Menge finden bei Path of Exile. Ich möchte jede Menge finden und möglichst viel davon finden. In großer Anzahl, damit ich häufig die Möglichkeit habe, zum Beispiel die Edelsteinsockel auszuwürfeln, um einfach das perfekte Ergebnis hinzubekommen. Und mich hat das bei Path of Exile jetzt irgendwie wirklich gecatcht einfach, weil ich, wenn man das ganze System betrachtet, wie man den Charakter optimiert bei Path of Exile, ist es für mich persönlich einfach stimmig und spaßig und ich habe Freude daran, mich da versuchen reinzudenken. Und trotz dessen habe ich bis Level 70 gespielt, obwohl ich dann im Laufe der Zeit gemerkt habe, okay, mit Saboteur quasi, Schatten fallen und so, das ist cool jetzt gewesen, um das Spiel zu entdecken, aber es ist nicht so ganz mein Ding jetzt mehr. Oder ich habe einfach jetzt genug davon gehabt, da irgendwo zu stehen und Fallen reinzuschmeißen bis zum Gehtnichtmehr. Und habe dann einfach gemerkt, okay, ich möchte jetzt ein bisschen Abwechslung haben. Jetzt habe ich einen Templar angefangen, habe mit dem den gleichen Prozess wieder, also den gleichen spaßigen Prozess wieder. Ich entdecke neue Skills. Ich sockel da Edelsteine rum und gucke, boah, was rockt hier gerade richtig und wo will ich dann ein Bild bauen in diese Richtung, um das zu verstärken, weil ich denke, das könnte richtig fetzen. Und diese Ungewissheit, ob das funktionieren wird, aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, es in eine gewisse Richtung noch korrigieren zu können, das finde ich ist persönlich genau das richtige Verhältnis, wenn ich dran denke, dass das Spiel Seasons hat. Denn ich, und das ist mir aufgefallen, was ich auch sehr positiv finde, ich bin kein großer Freund von Seasons. Das habe ich durch Diablo 4 gemerkt. Und ich habe auch jetzt bei Path of Exile gedacht und bei Path of Exile 2 hat ja auch Seasons oder ja Liga dann in dem Fall. Und was ich jetzt aber positiv bemerkt habe, ist, dass viele kritisieren ja zum Beispiel, dass du den Skilltree nicht resetten kannst bei Path of Exile. Und ich habe mittlerweile für mich persönlich rausgefunden, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass ich nur ein paar Korrekturpunkte habe, weil dadurch der Season-Charakter viel mehr an Wert gewinnt. Also entweder das, was ich davor hatte bei der Season, das hat einen guten Weg gefunden. Ich habe da einen guten Weg durchgefunden und hatte dann richtig ein Erfolgserlebnis, einfach weil ich einen coolen Bild gebaut habe und einfach auf dieses oder jenes Pferd gesetzt habe als Skills, sag ich mal. Als Build-Idee. Und das hat dann in der Season funktioniert. Oder es hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Dann starte ich vielleicht nochmal einen Charakter in der gleichen Season. Und dann sage ich, hey, da kommt jetzt eine neue Season. Hey, jetzt mache ich mal nicht die Klasse, sondern jetzt mache ich mit der Klasse mal was Neues und guck mal, ob ich da einen coolen Schwerpunkt finde, einfach ein Build auszuprobieren. Anstatt, dass ich sage, hey, ich habe jetzt die gleichen Klassen hier und jetzt in der Season, ich mache da jetzt was, versuch was Neues, das Neue funktioniert nicht, ich kann den kompletten Skilltree resetten und mache dann so lange rum, bis mir das passt. Dadurch finde ich, geht ein bisschen die Idee der Season verloren. Nämlich was Einzigartiges auszuprobieren, einen einzigartigen Weg zu gehen
und entweder mit einem Erfolgserlebnis oder eben, dass man sich dabei verirrt. Und ich glaube, wenn man das jetzt so hört, dann denkt man so, ja eben, man versucht ja dieses Negative, dieses Fail-Erlebnis zu vermeiden, zum Beispiel bei einem Diablo 4. Ja, richtig. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, okay, vielleicht ist gerade dieses Failen, dass man failen kann. Nämlich, dass man einen Build baut, der absolut kacke ist. Dass man hier bei Path of Exile manchmal einen schmerzhaften Lerneffekt hat. Vielleicht ist das genau das, was ein cooler Anreiz ist eigentlich, besonders eben für Seasons. Und sagt, hey, letztes Mal hat es nicht geklappt, aber hey, jetzt kommt eine neue Season, bam. Hey, da ist erstmal cool was Neues dabei als Spielmechanik. Und zweitens kann ich einfach einen neuen Charakter oder kann ich den gleichen Charakter, aber mit einem anderen Build nochmal in Angriff nehmen und gucken, dass diesmal besser wird, dass diesmal besser klappt. Und ich glaube, dafür muss man aber ein bestimmter Typ Mensch sein. Und ich glaube, Leute, die sich damit einfach mit diesem Prozess gar nicht anfreunden können, die wird auch Path of Exile 2 wahrscheinlich nicht so der Hit werden wahrscheinlich, ja. Weil es wahrscheinlich wieder drauf ankommen wird, Dinge krass auszuprobieren, auch mal krass failen zu können und diese Freiheit und Vielfalt quasi eher als beengend empfinden, anstatt als befreiend. Und ich persönlich habe jetzt einfach durch Path of Exile 1 gemerkt, dass mir das, wie sie es gemacht haben, der Weg, die Art, wie sie da rangehen an die ganze Sache, die gefällt mir ziemlich gut. Ich kann euch nicht sagen, wie lange, ich sage jetzt nicht, das ist das Beste jemals und ich werde das bis in die Ewigkeit zocken oder so. Das möchte ich gar nicht sagen heute, ja. Aber ich kann jetzt nur sagen, für die Stunden, die ich jetzt mittlerweile wieder verbracht habe in dem Game, habe ich gewissermaßen begriffen, was dieses Spiel versucht zu machen und wie es versucht, mich zu motivieren. Und es gibt so viel zu entdecken, so viel zu lernen. Und was ich jetzt schon gesehen habe, was sie an Spielmechaniken drin haben, wie kreativ das teilweise ist, wie verspielt das ist, wie riskant, wie ich finde, das auch manchmal ist. Und das schätze ich sehr an dem Spiel mittlerweile. Es versucht einfach in gewisser Hinsicht chaotisch, crazy riskant zu sein. Auf eine sehr positive Art und Weise. Und zu sagen, ich glaube eher, ich habe so das Gefühl, wenn da irgendein Build komplett broken ist, feiern die das. Und das ist ihnen egal. Sie finden das eher Richtung gut. Anstatt Richtung schlecht, oh, da ist jetzt was mega OP und das ist jetzt ganz schlimm, wie konnte uns das nur passieren, sondern das ist vielleicht eher das Ziel, ja, und ich glaube nicht, dass sie alle Mittel in Bewegung setzen, dass sie das immer komplett eingrenzen und den Spieler dadurch extrem eingrenzen, um zu sagen, bloß, das darf bloß nicht passieren, sondern ich habe das Gefühl, dass hier einfach der Spaß im Vordergrund stehen soll und wenn das auch mal richtig crazy ist, und auf dem Bildschirm ein richtiges Gemetzel ist, ist es auch okay so. Kann auch gut so sein, warum nicht? Und das ist cool einfach. Und das gefällt mir. Das gefällt mir einfach richtig gut. Die steile Lernkurve in dem Game, die kann eine mega Herausforderung sein, aber eben auch mega motivierend. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ja, dass da durchaus Sachen drin sind in diesem Chaos, wie ich es empfinde teilweise, dass man da auch Sachen sieht, die ich jetzt persönlich gesehen habe, wo ich gesagt habe, okay, fand ich jetzt nicht so cool. Zum Beispiel den Bosskampf im 10. Akt, also den letzten finalen Kampf, fand ich persönlich so crazy von den AOE-Effekten. Also für mich optisch so schwer auseinanderzuhalten, was wann passiert, in welcher Fläche und wann und einfach die zeitlichen Abstände, die das Anzeigen, das Telegrafieren, sag ich mal, von diesem Angriff, komplettes Chaos. Ich weiß nicht, wie oft ich da verreckt bin bei diesem Kampf, dutzende Male, bis ich die Lebensleiste dann runtergeprügelt hatte vom Boss. Das fand ich jetzt zum Beispiel nicht wirklich cool. Und das fand ich mega chaotisch. Wahrscheinlich, wenn man das 10, 20 Mal macht, dann hat man es irgendwann auch raus. Aber das ist vielleicht auch gerade so ein Punkt, wo manche dann einfach gegen eine Wand laufen, auch bei der Progression.
beim Fortschritt mit dem eigenen Charakter und dann eben sagen, oh, ich würde es eigentlich gerne ausprobieren, 2-3 Stunden, tschüss. Weil diese Wand in manchen Bereichen des Games ziemlich demotivierend sein kann. Und für mich zum Beispiel waren das eher so Richtung diesem Bosskampf, diesem letzten Bosskampf, wo ich gedacht habe, wer zum Teufel soll das lernen? Also wie zum Teufel sollst du das überhaupt lernen? Soll ich jetzt mir das zeitlich einprägen, dass der alle 10 Sekunden das da macht, wenn ich lange dort stehe, dass er dann das in dem Eck macht, nachdem er hier wahlweise, was weiß ich, 6 solche Siegel darunter geballert hat auf dem Boden, wo ein Riesensiegel plötzlich runterkommt, aus dem ich gar nicht rauslaufen kann und plötzlich wieder verrecke. Dann macht er irgendeinen Strahl und ich kann dem Strahl nicht ausweichen, muss manchmal weiter nach vorne, dann macht er den Strahl weiter vorne und so weiter. Aber du siehst gleich, kann ich neben dem Strahl existieren, kann ich unter dem Strahl existieren? Wo kann ich denn überhaupt mich hinstellen, um in Sicherheit zu sein? Manchmal macht er den ganzen Boden voll mit Feuer. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll, um aus dem Feuer rauszukommen, weil der ganze Boden voll mit Feuer ist. Muss ich das mit den Heiltränken kompensieren? Es läuft manchmal alles so schnell ab, dass man es kaum kompensieren kann in seinem Gehirn. Und das fand ich jetzt zum Beispiel bei Path of Exile 1 jetzt ein bisschen in der demotivierenden Richtung einzuordnen. Die haben jetzt gesagt, dass sie es bei Path of Exile 2 verständlicher machen wollen, dass es nicht so passiert, dass bumm, dein Leben sind auf Null. Du bist einfach tot. Es soll wohl nicht mehr so passieren, was ich sehr feiern würde. Und bei den Bossfights, dass die Angriffe eben ein bisschen besser telegrafiert sind, dass man verstehen kann, was der macht. Dass ich verstehen kann, wie ich ausweichen kann, wo überhaupt ist dann meine Sicherheit, wo kann ich denn überhaupt hingehen. Denn wenn der ganze Bildschirm zum Beispiel voll ist mit Blitzfallen und so weiter, dann siehst du von dem Boden nichts mehr. Du siehst nicht mehr, wo ist überhaupt eine Freifläche. Das meine ich mit chaotisch bei dem Game, was einen tatsächlich demotivieren kann. Und das, glaube ich, ist ein großer Minuspunkt bei diesem Spiel, warum es viele Einsteiger abgeschreckt hat, einfach dieses teilweise Chaos, was einen dann krass demotivieren kann, anstatt dass man eben dann sagt, boah, Chaos, weißt du was, scheißegal, ich mache jetzt erstmal weiter, ich versuche das irgendwie zu verstehen oder manche Sachen einfach auch stehen zu lassen und so zu lassen, wie sie sind. Ich habe mich zum Beispiel öfter dabei ertappt, Gegner, so goldene Champion-Gegner oder wie die auch mal heißen, jetzt in Path of Exile 1, mit Hardcore viel Leben oder Hardcore-Resistenzen gegen das Zeug, was ich dabei hatte, Blitzresistenz, extra Leben, wie ich die ganze Zeit so Stacheln schießen, was weiß ich, ja, oder diese scheiß Aura um sich rum, die auf dich zulaufen, du musst die ganze Zeit wegrennen, weil die killen dich so brutal weg, wenn du in der scheiß Aura drin stehst und so weiter, gibt's richtig miese Mechaniken. Und ich habe mich dann dabei ertappt, dass ich manchmal gesagt habe, muss ich den Champion jetzt töten? Nö, muss ich nicht. Weißt du was, ich laufe jetzt weiter. Lauf einfach die Map weiter, lass den Champion einfach stehen, ist mir scheißegal. Da, wo ich dann gesagt habe, das macht mir keinen Spaß in dem Spiel, aber ich habe die Möglichkeit, es stehen zu lassen. Und hinter mir zu lassen, einfach zu ignorieren. Und ich hoffe einfach, und da muss ich jetzt wirklich auch was vorweggeben für Path of Exile 2. Ich hoffe in Path of Exile 2, selbst wenn sie solche chaotischen Sachen drin haben oder solche mega nervigen Sachen, ich hoffe, dass sie einem weiterhin die Möglichkeit geben, es ignorieren zu können. Nicht, dass sie mich davor stellen und sagen, du musst das jetzt machen. Wir haben uns diesen nervigen, ätzenden Scheiß ausgedacht und du musst diesen ätzenden Scheiß jetzt machen. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel auch gerade die Mechanik. Ich konnte bei Path of Exile 1 jetzt durchsterben. Wenn ich beim Endboss jetzt hätte auch immer ein Reset gehabt von dem Endboss, ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr Path of Exile 1 spielen. Weil das so demotivierend war. Ich habe das als so demotivierend empfunden bei dem Boss, aber ich habe wenigstens gewusst, okay, dann sterbe ich jetzt halt 20 Mal, aber dann ist der Boss auch tot. Und ich habe jetzt keinen Bock, diese intransparente Mechanik zu lernen, besonders weil ich mit viel Fallen unterwegs bin, die Flächenschaden machen und ich sehe auf dem Boden nichts mehr. Was soll ich dann machen? Ich kann ja nur mit den Fallen angreifen, weil ich mein Bild auf diese Fallen spezialisiert habe. Was willst du jetzt von mir spielen, verstehst du? Und dadurch, dass ich aber die Möglichkeit hatte, durchzusterben, in diesem Fall, hat es meiner Motivation keinen Abbruch getan. Wenn jetzt aber, wie bei Path of Exile 2 bekannt ist, es ein Reset geben wird, wenn man bei einem Bosskampf stirbt, aber die Bosskämpfe in Path of Exile 2 genauso schlecht telegrafiert sind auf dem Boden, das genauso chaotisch ist,
dann wird es frustrierend. Deswegen hoffe ich, dass die Bosskämpfe bei Path of Exile 2 wirklich sehr transparent sind, dass man, es muss ja nicht einfach sein, nur weil man die Möglichkeit hat, es zu verstehen, muss es ja nicht gleich einfach sein. Ein Boss könnte 5 verschiedene Angriffe machen, die 5 verschiedene AOE-Formen zum Beispiel haben und das zum Beispiel auch in einem abwechselnden Muster. Aber es muss wenigstens auf dem Boden genau sichtbar sein, wo kommt der Angriff. Das muss ja nicht mit einer Vorlaufzeit von 5 Sekunden passieren. Es kann relativ schnell passieren. Aber ich muss wenigstens irgendwie begreifen können, wo ich hinlaufen muss, um dem Schaden zu entgehen. Was ich machen muss, um dem Schaden zu entgehen, das muss mir nach ein paar Versuchen klar werden können. Wenn aber der Bildschirm so voll ist, dass ich es nicht sehen kann, wenn es so intransparent ist, dass ich es nicht verstehen kann, dann kommen wir in den Bereich rein, wo es frustig wird und wo Leute aus dem Spiel gehen. Und da bin ich einfach gespannt, wie es Path of Exile 2 machen wird. Besonders auch bezogen auf den Punkt, dass bei Path of Exile 1 dann einfach, je weiter man ins Spiel vorwärts schreitet, man einfach auch an den Punkt kommt, dass man gegen ganz normale Trash-Mobs, das sind, dann ist dann so Champion-Viech dabei und so weiter, dann schießt es plötzlich solche beschissenen Stacheln raus. Mit einem Angriff 3 Stacheln, du kriegst die 3 Stacheln rein, bumm, bist tot. Oder manchmal passiert es, wenn du in der Monsterhorde stehst, dann sage ich nur noch, okay, auf Wiedersehen, das war's. Ich weiß, ich sterbe, ich schaffe es nicht. Ich bin tot. So tot. Und dieses so tot, dass du manchmal gar nicht begreifen kannst, woran du verreckt bist, das kann manchmal auch richtig demotivierend sein. Aber ich finde, bei Path of Exile 1 kann man es schon noch verkraften, besonders wenn man dann einfach merkt, okay, ich bin jetzt schnell gestorben, wahrscheinlich liegt es an den Resistenzen. Ich bin schnell gestorben, vielleicht habe ich zu wenig Rüstung, ich bin schnell gestorben, vielleicht habe ich zu wenig Ausweichen oder zu wenig Energieschild. Oder vielleicht habe ich mich einfach falsch hingestellt. Eine von diesen Optionen wird es wahrscheinlich sein. Ich habe ziemlich viel auf Damage ausgebaut, vielleicht sollte ich jetzt ein bisschen Defense dazu nehmen, sei es über Items, sei es über den Skill Tree und so weiter. Und dann merkt man, okay, ja, passt. Ja, ich hatte hier ein Item, das war ziemlich low level, hat mir nicht viel Defense gegeben, jetzt geht's besser. So kann man sich ein bisschen anpassen an die Geschichte und dann geht's auch wieder. Aber wenn das halt, ja, ich kann es verstehen, will ich einfach damit nur sagen, warum manche oder auch warum es vielleicht einen guten Teil gibt an Spielern, die demotiviert sind, wenn sie in das Spiel einsteigen wollen und Freude dran finden möchten. Und ich glaube, das ist einfach die größte Schwäche von Path of Exile, von dieser Brand als Ganzes. Und ich bin echt gespannt, was sie mit Path of Exile 2 anstellen werden, wie sich das äußern wird jetzt bald im Early Access, wie einsteigerfreundlich sie es gemacht haben. Das heißt ja nicht, dass man es einfach machen muss, sondern man muss es einfach nur transparenter und verständlicher machen. Und das heißt nicht gleich einfacher, wie ich finde. Aber lasst mir natürlich gerne eure Meinung dazu da. Und wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, ja, wir sind in einer guten Zeit, was einen Podcast angeht, glaube ich. Und ich habe genug geredet. Ich würde sagen, ich schließe dann jetzt, komme zum Schluss vom Podcast, von der Episode 1 jetzt heute einfach. Wenn ihr Content zu Path of Exile 2 haben möchtet, ich habe auf jeden Fall vor, was dazu zu machen. Ich freue mich mega, am 6. Dezember rauszufinden, was Path of Exile 2 für uns alle bereit hat und besonders auch für Einsteiger. Und ich glaube, dass wir hier was Cooles machen können auf dem Kanal. Ich versuche einfach auch ein bisschen die Leute mitzunehmen, die jetzt gerade frisch einsteigen ins Game. Und nicht die mit den Hardcore-Leuten kann ich eh nicht mithalten. Ich bin kein Hardcore-Gamer, bin kein Pro-Gamer. Ich versuche einfach ein bisschen möglichst langsam, in Ruhe, aber möglichst transparent einfach dieses Spiel zu verstehen. Und ich bin gerade im Prozess auch schon das Spiel zu verstehen, also Path of Exile 1, einfach in Vorbereitung auf Path of Exile 2. Und hier möchte ich vielleicht am Schluss einfach noch sagen, für alle, die jetzt noch dabei sind, ich würde euch persönlich auch empfehlen, versucht doch einfach mal jetzt, ich glaube am 7. November ist es, probiert einfach Path of Exile mal in der Season aus. Denn wenn ihr da mit einem Charakter, egal in welchem Schwierigkeitsgrad, also ganz normaler Modus, könnt ihr da auf Level 50 spielen, bekommt ihr so ein Cosmetic Pack. Und da die Cosmetics ja von Path of Exile 1 auch in Path of Exile 2 transferieren, habt ihr diese Mystery Box oder was es ist, bekommt ihr dann einfach so, ne, wenn ihr Level 50 schafft in der Season, die modifiziert jetzt am 7. November startet. Also habt ihr noch schön einen Monat Zeit, einen Charakter auf Level 50 zu bringen, auf welche Art und Weise auch immer.
kostenlos, glaube ich, Cosmetics zu bekommen, zumindest diese Mystery Box, was auch immer da drin ist, und das Spiel einfach mal ein bisschen, ja, ausprobieren. Und ich würde euch einfach raten, habt da gar keine Ansprüche dran. Ist wurscht, wenn ihr da ein paar Mal sterbt. Könnt einfach mal ein bisschen reingucken, ein bisschen rumexperimentieren. Und wenn es dann nichts ist, dann könnt ihr ja einfach auch in 2 Jahren eine Chance geben, vielleicht spätestens, wenn es dann Free-to-Play wird. Und dann sehen wir uns vielleicht in dem einen oder anderen Video demnächst, früher oder später, wieder. Danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch irgendwie, dass wir jetzt vielleicht hier hin und wieder mal so eine Podcast-Episode machen. Mal gucken, ob ich nächstes Mal schon einen Gast dabei haben kann, ob ich sowas organisiert bekomme. Bin gespannt, freue mich drauf, Leute. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis demnächst, macht es gut und